La 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 Gas können wir auch nicht umgehen, ja? So. Und hallöchen, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Oder wie diese Scheiße heißt. Wir sind wieder auf dem Weg. Immer noch am selben Tag wie die letzten zwei Folgen auch. Weil ja heute mal die Sonne scheint. Oh, hier Yannikos, meine Freunde. Yannikos, sehr geiler Grieche. Unbedingt hingehen. Richtig nice. Wer aus Berlin kommt, meine ich. Sehr geiler Grieche. Oh, mein Gott, bin ich wieder so nervös. Ich muss immer halb kotzen, wenn ich nervös bin. Ah, heutiges Thema, meine Freunde, ist die Game Show. Game Show? Was ist denn die Game Show? Rain, erzähl mir doch bitte, was ist die Game Show? Was hat's mit der Game Show auf sich? Oh, hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay, Let's Play. Motovlogger versuchen sich beim PC spielen, oder wie der Scheiß heißt. Mit mir dabei wieder der liebe pralinartige Zink. Moin, Freunde, was geht ab? Der Zinki und der Rain. Der Zinki und der Rain. Ich sehe gar nicht so viele Leute. Oh. Wow, was ist hier los? Ach, hier noch welche. Oh. Oh, wow, wow. Ich zieh mich zurück. Wow. Wow. Scheiße, wow. Ich bin verletzt. Wow. Ryan. Ja, bitte? Wieso liegt Stroh in der Ecke? Wieso hast du eine Maske auf? Wollen wir noch nicht spielen? Ja, warte, ich mach schon eine Kamera aus. Gay! Ah, die Game Show ist ein Projekt von dem werten Zink und mir. Hallo Fettsack, alles klar? Ein Projekt von dem werten Zink und mir. Wir haben ja schon mal so einen kleinen Testlauf gemacht gehabt mit der Close Beta von Ghost Recon Wildlands. Das haben wir ja schon zusammen gespielt, wo wir ein bisschen getestet und gefummelt haben. Und ja, das wollen wir natürlich fortführen. Die Game Show hat den Sinn, es sind halt so eine Art Let's Plays und es wird immer im Wechsel stattfinden. Also eine Aufnahme gibt es bei mir, eine Aufnahme gibt es bei Zink. Und es stehen ja nun zukünftig auch ein paar Projekte an. Es dauert leider noch ein kleines bisschen, aber es kommt auf jeden Fall was richtig nice. Ich meine, das Format ist nicht neu. Jeder, der Montana Black, Uwe, Flying Uwe und so kennt, der wird das schon kennen hier mit Mario Kart. Und wir werden halt so was Ähnliches machen. Die glotzen alle. Oh, das macht mich ja geil. Gott. Nee, und jedenfalls werden wir Mario Kart spielen auf der Nintendo Switch. Wir haben sie. Mann, ist das Spiel schon wieder lose. Wir haben sie ja beide schon. Das Spiel kannst du Müll schmeißen, sag ich dir. Die Konsole habe ich schon zu Hause. Ich habe mir jetzt noch Zelda gekauft. Das werde ich dann heute Abend zum Beispiel streamen. Wovon ihr jetzt natürlich wieder nichts habt, weil ihr das Video einen ganz anderen Tag seht. Ich bin so schelmisch veranlagt, verschelmisch. Schelmisch. Und ja, ist auf jeden Fall, ist es wert, den Zink zu abonnieren, was ich mal denke, das habt ihr eh schon gemacht, aber es ist vor allem wert, mich zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Es werden sehr viele schöne Aufnahmen stattfinden. Mann, jetzt mach doch mal diesen Spiegel fest. Du, ja, nichts. Ey, das kannst du locker in die Tonne treten, ich hasse es. Ich halte jetzt hier an. Schwupp, schwupp. So, wie geht der Müll jetzt hier? So, so ist lose. Jetzt ist das so rum fest. Ey, ich bin echt zu doof für... Ja, so rum ist das... Spast. Nee, und es werden Mario Kart Folgen... Mario Kart folgen, aber Mario Kart kommt leider erst gegen Ende April raus. Das ist sehr beschissen. Ich habe mir die Switch ja vorbestellt, voller Vorfreude, und Mario Kart habe ich mir auch gleich vorbestellt, um zwei Wochen später zu merken, dass Mario Kart gar nicht zum Release rauskommt. Was ich aber auch ehrlich gesagt richtig als Fail empfinde, warum man so einen Titel nicht gleich zu Beginn mit rausschmettert. Ja, ich sehe gar nichts im Spiegel. Auf jeden Fall haben Zirk und ich gemerkt, dass das Zocken auf jeden Fall sehr viel Spaß macht.
und wir auch da auf jeden Fall am Ball bleiben werden. Und wenn der Wette Zink mal sein Zeitmanagement richtig in den Griff kriegt, dann wird es doch mal einrichten lassen, dass regelmäßig doch Uploads kommen werden. Tun könnten, muss eventuell sein, tun. Hier ist Amma, das hier ist ja Lichtenrade. Amma, sehr geiler Inder, kann ich auch nur sehr empfehlen. Amma, meine Freunde. Amma ist Hammer. Oh mein Gott! Haben wir wieder einen richtigen Witz gerissen hier. Haben wir einen richtigen Spruch abgedrückt hier. Ha? Haben wir richtig einen abgeschmettert hier. Ludwig, sei gegrüßt. Ach Gottchen, das war eine Frau, es tut mir natürlich leid. Mensch, was hier los ist. Franz und Sabine, seid gegrüßt, meine werten Freunde. Ein frohes 2017, ihr Lappen. Ah, ist das schön. Ja, heute ja wegflexen, die Olle, oder was? Ah, 2017. Mit Gameshow diesmal auch am Start. Check das mal ab, ja, ist eine eigene Playlist hier bei mir auf dem Kanal. Da sind schon zwei Folgen online. Ich wiederhole mich zwar, aber ist ja egal. Wir haben ja wie gesagt schon die Close Beta durchgespielt von Ghost Recon. Kann man sich ja mal reinziehen. Kann man sich ja mal geben, meine Freunde. Oh mein Gott, hier ist ja rechts voll links. So, ich werde jetzt gepflegt die Heimreise antreten. Und dann erstmal wieder so das übliche Checken wegen Öl und allem drum und dran. Ist ja schließlich immer noch meine erste Fahrt gerade hier. Für euch der dritte Teil, für mich die erste Fahrt. Ach, das ist alles aufregend. Und ach, und was dieses Jahr auch noch kommt, meine... Oh. Ja. Da gibt der Gummi der Hans. Der Hans Entertainment Junior. Mr. Schnappatmung 2017. Nee, der werte Schnitte macht dieses Jahr noch seinen Lappen. Oh, und das wird so übergeil werden. Alter, das wird da sowas von geil werden. Also das, wenn ich jetzt schon an dieses Geile denke, werde ich so geil. Ah, gut. Ich würde sagen, meine Freunde. Kriegt ihr auch Zucker in die Augen, der Junge. Wenn euch dieses Video gefallen... Oh, aua. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Abonniert diesen Kanal, es ist ja sowas von komplett kostenlos. Neben den Abonnier-Button, meine Freunde, befindet sich eine Glocke. Grafisch ist sie dargestellt. Man möge darauf klicken und erlangt die Fähigkeit mitzubekommen, wenn der Lord ein Video hochlädt, BZW, wenn er einen Stream veranstaltet oder wenn er sich den kleinen, das ist zwar der große Finger, den kleinen Finger richtig krass in den Anus steckt. Selbst dann kriegt ihr das mit. Das würde ich doch mal sagen, ist doch absolut legendär, meine Freunde. Absolut legendär. Und in dem Sinne würde ich sagen, meine lieben Lappen, wir sehen uns innerhalb des nächsten Videos.